Nein. Eure Unentschlossenheit ist ein Zeichen von Schwäche. Ihr müsst bestimmender sein. Zeigt eure Stärke. Ich umgebe mich mit Verbündeten, um stark zu sein. Das wollte ich hören. Ich habe euch geprüft, Dorn. Ihr habt bestanden. Stärke ist oft größer, wenn sie verborgen ist. Unterschätzt weder meine Stärke noch meine Gerissenheit. Eure Begründung ist überzeugend. Gerissenheit ist eine Art von Stärke. Ihr gebt mir zu denken. Ja, weil ich Barde bin, muss ich gerissen sein. So, das heißt... Wir verlassen Nashkel wieder. Dass sich der Ruf da um 6 verschlechtert, das war krass. So. Jetzt sind wir wieder hier. Wie ihr wünscht. Da sind wir rausgekommen. Zu meiner Verteidigung, Baal hat mir diese Worte in den Mund gelegt. Ich bin unschuldig. Ihr braucht nur zu fragen. Ah, ihr da. Heißt ihr Brenno, ihr nur Sandvolk des Face und keine Lügen, da hängt mich euer Leben von ab. Seid nicht so grießgrämig, Mädchen. Ich wollte euch meinen Namen nicht verraten. Also, warum geht ihr mit euren kleinen Amazon nicht einfach dahin zurück, wo ihr hergekommen seid? Ja, ich heiße Brenno, ihr war... Wieso? Nein, das ist mich nur ein Name. Ich glaube, ich bin der Falsche. Nehmen wir das Erste. Ihr unwürdigen Schweine, ihr wisst ja nicht, mit wem ihr hier sprecht. Eure Arroganz wird euch das Leben kosten. Das wird kein schneller Tod. Potentes. Ja? So, gebündelte Kraft auf die Magierin. Ich hab keinen Bock zu helfen. Wie kann ich helfen? Könnte Tensas fliegende Verbände wirklich gut hier drin? Au. Worum geht es diesmal? Was ist es diesmal? Gut. Ich habe vergessen, ein Auto zu machen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mist. Okay, dann reisen wir nochmal hierher. Wie ihr wünscht. Also ja, die Gruppe ist garstig. Ah, hi. Gut, dann. Ja, mein Schatz. Wird erstmal ein bisschen gebufft. So. Was ist es diesmal?
Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich, Schätzchen. So, jetzt ist die, die den Schaden machen kann, schon mal weg. Und irgendwer hat sogar ein Level abgekriegt. Sagt an. Wie kann ich helfen? So. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Nebenbei, identifizier mal. Zauberschutzamulett. Ja, das braucht Nera definitiv. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier. Tränke, Lederrüstung, ein Schwert, Pfeile. Noch eine Lederrüstung. Also das ist erstmal ein beschlagener Lederwams. Feuerpfeile. Du bist ein Langschwert. Gegen Untote. Trank der Macht, das ist auch immer gut. Und Trank der Steinform. Flip, flip. Oh, ein Brandöl. Noch ein Trank. Gut. Beschützer der Zweiten. Dich würde das schlechter machen, dich schlechter, dich auch. Und du kannst den nicht tragen. Bei mir würde das Ganze auf 2. Aber dann kann ich keine Magierzauber mehr benutzen. So, Pfeile. Trank. Trank. Wobei der gerade eigentlich besser wäre. Wegen der Traglast. So, Stufenerhöhung. Rettungswürfe, ziemlich stark reduziert. ETW um 1 gestiegen. Um 15 Trefferpunkte. Also ETW um 1 reduziert. Ja, mein Tank wird immer tankiger. Ja? Sprecht und verschwindet. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja gut, da sind wir reingekommen. Also da sind wir rausgekommen aus den Minen. Ihr braucht nur zu fragen. Gucken wir uns weiter erstmal hier um und dann gehen wir zur Enklave. Für Nera. Wenn wir hier rausgehen, gibt es da auch noch was? Nein. Wie ihr wünscht. Ja, die Feuerweinbrücke, die werde ich Also die Brücke und Gullikin werde ich eine Weile meiden.
dass sie diesmal Kampf haben, ne? Könnten von den Amazonen ausgeschickt worden sein. Gab's hier oben in dem Ding was? Ich glaube, hier sind auch die Grabhügel zu finden. Dumm-di-dumm. Ja, ich spreche von Grabhügeln und da sind sie schon. Das wird kein schneller. Die Bewohner können so dumm sein. Hallo, Ghoul. Alles wegen des lieben Geldes. Sicher. Ja, da war auch Geld drin. Ich hab keinen Bock zu reden. Ihr habt geläutet? So, jetzt muss ich warten, bis ich nicht mehr festgehalten bin. Kommt, nervt ihr. Sicher. Ich brauche. Sicher. Okay. Worum geht es diesmal? Ja. Bitte alle auswählen. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, ich weiß, das könnte ich, glaube ich, auch hier unten Details anzeigen. Oh. Ja, das ist auch nicht. Das wäre alle auswählen. Gibt es dafür einen Shortcut? Leider nicht. Ganz ehrlich, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man ein bisschen vermuten, dass das Ganze hier eine Anspielung auf Herr der Ringe sein soll. Nämlich Gullikin, ich weiß nicht, Gullikin war, glaube ich, ein Gnomendorf, soll ein Halblingsdorf, soll das Auenland darstellen, die Brandiweinbrücke, die Grabhügelhöhen. Erinnert mich alles ein bisschen an die Herr der Ringe Bücher. Hallo, bitte nein, lass nicht zu, dass er mich kriegt, bitte. Ah, wer seid ihr? Bringt mich nicht um, bitte. Es tut mir so leid, ich gebe es ja zurück, tut mir nur nichts. Beruhigt euch, mein Herr, also beruhigt euch doch. Niemand wird euch etwas zu leide tun und erzählt mir von eurem Problem. Ja, gebt es besser zurück und zwar schnell. Keine Panik, Jammerlapp. Ihr interessiert mich nicht im geringsten. Ich hoffe, wir haben nicht die Zeit, um euch zu helfen. Ja, gebt es besser zurück und zwar schnell. Hier, nehmt's. Geht aus meinen Träumen, damit ich schlafen kann. Ich schwöre, ich werde da unten nie wieder Gräber ausräumen. Verdammt sei, die Sonne des Südens hat mich doch erst dorthin geführt. Ich schwöre es, ich tue es nie wieder. Ein Dolch. Wer hat den Dolch? Ikonia. Herz des Golems. Gut, wir haben dem Typ gerade den Dolch abgenommen, den er zurückgeben wollte. Hey, neue Knochenköppe.
vor der nächsten Gruft. Dolch, ihr habt den Dolch mir gegeben. Jetzt kann ich für immer ruhen. Bevor wir euch den Dolch geben, solltet ihr uns etwas als Gegenleistung geben. Von welchem Dolch sprecht ihr jetzt genau? Nimm deinen Dolch und lass mich in Ruhe, du verfluchter Untote. Du bekommst den Dolch nicht. Kehr in dein Grab zurück, du untotes Monster. Von welchem Dolch sprecht ihr? Der Dolch von dem, der mich ermordete. Der Dolch des Alathos.